Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Heute heißt es mal wieder ein wenig Schnetzeln. Ja, und des Weiteren in meinem Team habe ich einen Kalista als ADC, einen Yasuo auf der Top Lane, Lux als Support und einen Azir auf der Mid Lane, auch schon lange nicht gesehen. Das Gegnerteam ist ziemlich tanky. Wir haben eine Jinx als ADC, dann eine Sona als Support, Volibear im Jungle, Fitz auch schwer tot zu kriegen auf der Midlane und einen Renekton auf der Toplane. Also wenn man so will, vier Tanks. Na gut, den Fitz nicht ganz dazu gezählt, aber halt, wie gesagt, auch schwer tot zu kriegen. Das wird hart für mich. Da werde ich wohl auch etwas tanky gehen. Vielleicht mit der titanischen Hydra und naja, der Rest mal schauen. Auf jeden Fall Klinge des gestürzten Königs. Gegen die vielen Tanks, glaube ich, unvermeidlich. So. Und ich hoffe, die spielen mit. War doch ganz netter Pull. Oh, verloren, Digga. Jetzt gehe ich rüber. Ja, die Wölfe muss ich natürlich noch schnell mitmachen. Dann den Blue Buff. So, zacki zacki. So, und jetzt erstmal hochheilen. Jetzt habe ich ja genug Mana. First Blood Kalista, wunderbar. So, jetzt O. Na, ich muss erst die Krabbe machen, bevor ich da oben vorbeigehe. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir da was anstellen können. Da, Mann. Nicht gereicht. War der Flash natürlich völlig unnötig. Natürlich sehr schade. Aber egal, gibt Schlimmeres. Na, was wird da rumgepinkt? So, ein Gank vom Volibear und der Yasuo stirbt. Ja, warum geht er auch nicht zurück? Fast kein Leben mehr gehabt, aber geht nicht back. Ist er selber schuld.
So, erstmal gucken, ob hier gewordet ist. Nein. Oh, da kommt ein Wolli. Ach, dammit. Ich hab den Ward nicht ganz klein gekriegt. Na. Aber ohne Boots komme ich da sowieso nicht mehr hin. Oh, komm, gib Galle, Kalle. Boah, Asia kloppt gut rein. Das kann er ruhig weiterhin so machen. Lass dich nicht von Stolz blenden. So, jetzt gehe ich mir oben noch die Krabbe holen. Level 6 mittlerweile erreicht. Oh, ich komme. Okay, und den haben wir. So, jetzt muss ich aber auch erstmal weg. Auch noch. Brauche ich auf jeden Fall. Komm, komm, komm. Jetzt den Red Buff. Dammit, was ist denn da jetzt los? Lag doch vorne. 33 Farm nur. Das, obwohl er First Blood gekriegt hat. Er hat alleine gegen zwei gekämpft. Da haben sie ihn sich geholt, denke ich mal. Egal, ich gehe in Ruhe weiter jungeln. Das klappt wenigstens. So. Kommt Yasuo klar, 60 Farm, Rennington 57, das ist okay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. 450. Ah, mach ich noch schnell die Wölfe. Ach, komm. Ich hol's mir noch nicht. Was macht der Yasuo da? Oh, lol, dive den sogar am Tower. Stirbt dabei zwar noch. Aber trotzdem coole Aktion. So, weiter. Hier werde ich mir auf jeden Fall auch wirklich als nächstes Item dann Klinge des gestürzten Königs holen. Und nicht Rageblade.
Oh. Kommt da der dicke Wolli? Nein, Junge. Hoho. Junge, Junge. Ziemlich knapp hier alles. Oh, da kann ich jetzt aber richtig fett shoppen gehen. Oh, komm, schneller. So, und jetzt Devourer stacken. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht gleich mal den ersten Drake versuchen zu holen. Nein, doch nicht mehr. Haben die Gegner nämlich gerade gemacht. So, sind natürlich 5 Stacks, die ich erstmal nicht kriege. Boah, macht er easy alleine. Oh, Pink Ward. Den holen wir natürlich gleich mal weg. Jawohl, hier ist auch nichts. Ah, sie geht mal eine Runde top hoch. Vielleicht keine schlechte Idee. Obwohl der Yasuo doch besser zurechtkommt, wie ich dachte. Ah, zu zweit mit Asia Schaden schaffen sie den. Jawohl, nice. Jawohl, Kalista auch ein Kill da unten. Jawohl, Doppelkill sieht danach jedenfalls aus. Na komm, hau drauf da. Jawohl, schön. Also will mir noch nicht helfen. Da, Mann. Na gut, habe ich immerhin einen Kill, einen Assist jetzt. Ich mal den Gegner Jungle worden. Oh, hier ist nix. Okay. So. Was holen wir? Das vampirische Zepter. Ja, würde ich schon sagen. So, und der nächste Red Buff da. Gegnerische war ja leider nicht da. Aber dann nehmen wir den. Ja, wie schaut der Farm von Fitz aus? 62. Ja, macht der Asia sehr gut. Na, ich hoffe doch, will ja Gänse zurück. Ja, sehen sie. Lol. Haben da etwa keinen Miss von der Top-Lane. Gut, dann muss ich erstmal die Mid-Lane halten. Volley Level 9 sollte ich aber easy schaffen. Komm, komm, komm. Oh, oh. Ja, so. Geh mal zurück da, Junge.
Ah, gut. Hat mich gehört. Und da ist auch schon der Wolli. Ah, voll laut aber nicht. Okay, gehe ich hier eine Runde worden. Falls sie gleich mal um die Ecke kommen. Boah, jetzt ist auf der Botline der Gangster. So, egal. Nee, nicht egal. Muss ich helfen. Oh, Vorsicht, Asia. Okay, komm, nicht chasen. Irgendwie sind die Gegner hier auch überall in der Überzahl. Lol. Kämpft dann da doch gegen ihn. Ah, der Wolli wird jetzt zurückgegangen sein. Mal sehen, Rennington geht jetzt auch zurück. Oh. Da unten kann er den Wort kaputt machen. Hm, anscheinend nicht. Ah, Topline pusht durch, Botline pusht durch, Drake ist ab. Zweiten möchte ich natürlich ungern den Gegnern auch noch überlassen. Oh. Nee. Kannst du machen nichts. Nein, Mann. Machst du denn? Junge, Junge. Der vierte Geist kann selbst Stein durchdringen. So, wollen wir mal gucken, wie ich mit dem Rennick zurechtkomme. Wollte unbedingt den Tower haben. So, ich habe auf jeden Fall meine Klinge des gestürzten Königs. Ich zeige dir den Weg. Oh, was macht der da schon wieder? Ja, der ja so. Naja, ich stehe bis jetzt nicht schlecht. Ich hoffe auch, das kann ich weiter fortsetzen. Oh. Dann gehe ich einfach mal die Top-Line ein bisschen weiter durchpushen. Thank you.
Naja, insgesamt steht es 12 zu 15, aber Tor-mäßig und Drake-mäßig sind sie natürlich weit vorne. Ich brauche auf jeden Fall den Red Buff. Dann gehen wir mal ein paar Kills auf der Botlane holen. Hoffe ich zumindest. Nein, erstmal muss ich Midlane. Oh lol. Okay. Die haben wir auch. Alles klar. 4-0-1. Damit kann man leben. So, und jetzt gehe ich mir erstmal meine Schärpe holen. Aber gut, der Rennick eine volle Granate gepennt. Da hat er nur nach unten geguckt. Dadurch habe ich mittlerweile auch schon 22 Stacks jetzt. Geht zwar besser zu dieser Zeit, aber ohne Drake und alles. Darf man nicht vergessen. Sterben sie wieder auf der Midlane? Brauche ich jetzt... Lol. Ah, sie ja nice. Was hat das denn jetzt gemacht? Ach, sein Tower, lol. Das ist natürlich abgefahren. Und dann noch zwei Kills mit seinem Tower. Nice. Botlane noch ein Kill. Jetzt liegen wir sogar mit Kills wenigstens in Führung. So. Mal sehen, ob ich die Krabbe holen kann. Jawohl. Oh, da unten ist der Wolli. Gut, haben wir. Und dennoch. Gut. Jetzt gehe ich aber erstmal back. Hab mein Devourer voll. Und hole mir die Quecksilberschärpe. Damit ich aus jeglichen Stunts und so weiter und so fort rauskomme. So, und die Schuhverzauberung. Und jetzt gehe ich die Mitte pushen. Ich gleich wieder Ult habe, gibt es hier im Spiel im Moment eigentlich nichts, was mich noch aufhalten kann, glaube ich. Und als nächstes machen wir dann noch Rageblade. Den Drake hole ich mir. Diesen Drake wollen wir haben. So, welches mitet? Da ist nichts. Ah, Baron werden sie nicht machen.
Oh, aber Mitte. Okay. Bin gleich da. Okay, das war jetzt absolut beschissen von mir, wenn man es mal auf gut Deutsch sagen darf. Jawohl. Ah, der Wolli kommt irgendwie auch nicht richtig. Ah ja, doch. Klinge des gestürzten Königs. Ach, der hat bis jetzt ziemlich offensiv gebaut alles. Jawohl, ja, so pusht oben durch. Das ist auf jeden Fall worse. Jawohl, da kommt schon unser Portal. Sehr nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat den Tower in der Base gekriegt. Leider nicht den Inhab. Oh, beweg dich. So, ich gehe mir einen Red Buff holen. Botlane überlasse ich natürlich Kalista den Farm. Schnell rüber zum Red Buff. Zum Blue Buff. Blue. Kann ich mir auf deinen flinken Krummsäbel holen. Gold reicht allemal. So, wartet, Leute. Ah, zu wenig Vision hier. Das gefällt mir nicht. Ah, wo sind sie? Kanada in Kanada. Ach doch, gehen jetzt alle top. Jawohl, go go, pushen. Macht da gut, der Yasu. Boah. Oh, da kommt der Wolli. Ah, wollen wir? Ich kann mal versuchen, die Botlane durchzupushen. Oh oh, verloren die mir etwa? Sollte mir nur der Renekton verloren. Ist das kein Problem? Nö, aber da kommen noch ein paar mehr. Zorn führt zu nichts. Jawohl, da hat er schon gewartet. So, go, go, ye, go, ye. Also schon wieder alle ab und die Toplane pusht durch, kriegen sie gar nicht mit. Das gefällt mir. Wisst ihr was? Ich gehe wieder auf die Botlane rüber. Nice, da auch noch einen Kill geholt. Das ist alles gut, bringt uns alles Zeit. Zumal sie die Toplane wirklich unbedingt deffen müssen. Sonst haben sie gleich. Ja, da ist der Renekton schon auf der Top.
So, und der Tower gehört mir. 2500 Gold auf der hohen Kante hier. So, mal sehen, ob irgendwer zu mir kommt. Ah! Dammit, ja. Der Fisch. So, Toplane pusht aber immer noch durch. Das ist sehr gut. Ich gehe mir einen Drake holen. Boah, was soll das? Ballert er mich gleich zweimal zurück hier. So, das war jetzt der zweite, glaube ich, für uns. Genau, die Gegner haben auch zwei. Oh, Lux da oben noch gestorben. So, warum wird mir das gute Rageblade überhaupt nicht vorgeschlagen? Und ich habe es mir immer noch nicht in die Items gezogen. Na, reicht noch nicht ganz. So, da gehe ich jetzt aber mal mit Mitte. Oder Top. Ich kann natürlich auch versuchen, den Renekton zu holen. Mal sehen, was hat er an Items. Ich denke, den sollte ich schaffen. Damit Verbündeter getötet. Okay, den haben wir aber. Okay. Sehr schön gespielt. So, oh, ein Fisch, ein Fisch. Da ist noch ein Wollibärchen. Nur durchhalten, Baby. Okay, da haben wir. Konzentrierte Geist kann selbst Stein. Okay, aber wenn ich alleine weiter pushe, dann kommt mir hier gleich die ganze Truppe entgegen. Bisschen risky. Ob die Leona auch noch hier ist? Jawohl, ja, so Double. So, und jetzt, ich glaube, zwei sind noch tot. Jawohl, da kann ich hier easy reinmarschieren. Den Innerhalb holen. Ja, gar keiner versucht, mich da dran zu hindern. Ist das natürlich überhaupt kein Problem. So, den nächsten holen wir jetzt auch. Jawohl, und da können wir auch nochmal die Ulti auspacken und dann haben wir's. GG! Und wenn euch das Game gefallen haben sollte, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.